Wir sind immer noch in Muscat. Nach einer wunderbaren Bootstour gehen wir noch den Sultanspalast Al-Alam anschauen, bevor unser Schiff Kurs auf Dubai nimmt. Nach der erneuten Durchquerung der Straße von Hormuz und 2 Tagen auf hoher See sehen wir in der Entfernung die Skyline von Dubai. Wir sind gespannt. Unser erster Stopp in Dubai ist die Dubai Mall mit ihren über 4000 Einkaufsläden. Rundherum stehen ebenfalls die höchsten Gebäude der Welt. Hey! Von der Dubai Mall ziehen wir weiter ins La Mer. Es ist eines der aufregendsten und buntesten Viertel in Dubai. Nach einem solch erlebnisreichen Tag sind wir müde. Es geht zurück aufs Schiff. Neuer Tag, neues Glück. Als erstes geht es heute einmal zur Goldsock.
Länder andere Sitten. Für uns war es schon fast ein Spießrutenlauf, aber für die Händler ist es das tägliche Brot und es ist doch spannend, so etwas mal live zu sehen. Wahrscheinlich teuersten Tee unserer ganzen Reise trinken wir im Dubai Old Village. Danach geht es aber gut gestärkt weiter. Wir wollen hoch hinaus, es geht auf das höchste Gebäude der Welt. Hat uns wieder. Nun aber weiter zum nächsten Höhepunkt, dem Burj Al Arab, ein 7-Sterne-Hotel. Leute, heute geht es in den Sandkasten. Wir machen eine Wüstentour und genießen einen orientalischen Abend in der Wüste.
Mit diesem Abend geht für uns eine wunderbare Reise durch den Orient zu Ende. Über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen wir uns immer wieder. Sippi und Dur sagen Tschüss.